Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Xerenox hier am Start, ihr Lieben. Und jetzt kommt das wichtigste Video aller Zeiten, zumindest in dieser Zeit. Und zwar haben wir heute den 16.11. Wir haben 17.55 Uhr und dieses Spiel Star Wars Battlefront, was jeder wahrscheinlich unbedingt spielen möchte, dank diesem wunderschönen Spieleloch, was ja im Prinzip da ist. Das Spiel wird leider erst am 19. um 0 Uhr freigeschaltet. Ja, das nervt zu warten, gar keinen Bock drauf. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ihr es früher zocken könnt. Und zwar habe ich es heute schon einmal freigeschaltet, aber nur halb, damit ich es euch nochmal zeigen kann, und das mache ich jetzt auch. Und zwar ist es ganz simpel, ihr müsst tatsächlich den Origin-Klienten einmal komplett schließen. Vergewissert euch, dass er wirklich zu ist, das ist wichtig. Und jetzt kommen wir zum nächsten, und zwar müsst ihr auf Hide Me gehen und dort geht ihr dann auf Preise, auf Anmelden, und dann macht ihr euch hier einfach, ja, einen eigenen Account, E-Mail-Adresse eintragen, bla bla bla, ihr kennt das Ganze schon. Und wenn ihr das dann habt, dann braucht ihr nur noch den Klienten öffnen, das wäre dieser hier, und jetzt wählt ihr euch einfach den Ort aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, Singapur würde durchaus reichen. Jetzt geht ihr auf Verbinden, wartet etwas. So, jetzt sind wir verbunden, Origin einfach wieder öffnen, simple Sache. So, es startet und startet. Aufpoppen lassen. Das dauert jetzt natürlich etwas, weil die Connection natürlich schlecht ist. Dementsprechend kann das dauern, bis der Store und sonstiges sich öffnet. So, und jetzt wartet ihr einfach etwas und dann müsste das hier gleich weiß aufpoppen. Jetzt seht ihr, fertig. Ihr geht dann auf Spielen, um es endgültig freizuschalten. Und was ihr jetzt seht, ist einfach phänomenal. Tja, Star Wars Battlefront öffnet sich, ihr könnt jetzt zocken, meine Lieben, und so wie gerade das Game hier startet, so, ja, startet auch das Video direkt. Ich werde es sofort hochladen, damit ihr auch zocken könnt, und ich wünsche euch viel Spaß. Natürlich könnt ihr jetzt auch diesen wunderschönen VPN-Klienten ausmachen. Wäre ja schwachsinnig, die ganze Zeit mit einer schlechten IP, beziehungsweise mit einem schlechten Ping zu zocken. Und deswegen einfach schließen das Ding, trotzdem zocken. Fertig ist das. Ihr könnt auch sehen, hier vorne wird es immer noch ganz normal angezeigt. Spiel schon runtergeladen und so weiter. So könnt ihr es jetzt natürlich auch runterladen. Also es geht nur ums Freischalten. Runterladen könntet ihr es auch so. Alles gut, alles easy. Ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Abend. Viel Spaß beim Zocken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Abo und natürlich einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir einfach zwei. Also macht's gut, ihr Lieben. Haut rein. Ciao.